Sowas so heute ganz besorgen, verschiebt man lieber auf morgen. Und weiter geht's. Bin nochmal zurückgegangen zum Lager und hab mir hier diesen Holzdings der Bumster geholt. Stapel. Und hab mir noch was zu essen gekocht. Aber jetzt. Jetzt geht's weiter. Zu den Schlafenden. Sonst was. Wie war das nochmal? Finde den schlafenden Überlebenden. Genau. Oh, warte mal, ist hier gerade was? Aha. Ich habe noch nicht verstanden, wo ich bauen kann. Aber wird mir... Bisschen dunkel, ne? Ein bisschen dunkel hier, Mann. Ja, nee, ist klar. Ich muss hier ins Licht. Ich muss ins Licht, um ihn zu sehen. Dann kann ich ihn richtig erspähen. Ist das? So, wetten, dass jetzt hier keiner mehr ist? Das wäre es gewesen. Kaum die Aufnahme gestartet und schon gestorben. Ist da oben was? Guck mal, da ist der Vogel. Kann ich auch gleich mal meinen Bogen ausprobieren. Vogel. Glaube ich jetzt schon wieder hin. Sieht nicht gesund aus. Ich glaube, wenn ich da durchgehe, dass die zuschnappen, oder? Oder nicht? Hm. Nicht wieder hindenken, Freund. Nicht darunter springen. Finde ich nichts mal Brauchbares hier, verdammt. Kann ich keinen Stein oder sowas schmeißen? Ich würde ja schon gern was wissen, was da passiert, wenn ich da durchgehe. Greifhaken habe ich nicht. Ja, ich habe doch versprochen, wir suchen jetzt den Typen. Ja, komm. Machen wir auch jetzt. Mal, die kann man entschärfen. Okay. Die entschärfen mich auch, ne? Geil. Oh Mann. Oh ja. Alles wieder heiliger. Oh Mama Mia. Okay. Jetzt wissen wir, was sie machen. Jetzt gehen wir wirklich, wie versprochen, jetzt gehen wir den Typ suchen. Oh, nee, nee, nee. Hallo? Hallo? Schlafender. Diese Beeren sind gut. Oh, mir juckt die Nase. Hallo? Hallo?
Büsche können dich verbergen, wenn du dich hin. Okay. Was ist das? Alter. Was war das denn für eine Scheiße? Hier, so Bienen waren das. Oder verklaue ich euer Dings hier, schwöre ich euch. So, hier. Zack, boom, weg damit. Habt ihr davon? Wieso kriege ich das da oben nicht? Was wollen die da sagen? So, hier. Gib mir das auch noch, verdammt. Wenn ich das wieder mit meinem Bogen unterschießen. Hätte ja sein können. So. Hallo, ich bin Freund. Fett. Junge, Junge, Junge. Wieso geben die mir nur so eine Scheiße hier? Glühwürmchen Lampe. Okay. Das ist der andere Knaller. Muss ich jetzt immer Q gedrückt halten oder was? Gefällt mir aber nicht. Wo ist der Knaller? Da. Oh je, je. Ja. Bleib ruhig, Freund. Ich bin in guten Glauben hier zu dir gekommen. Ich dachte, wir sollten mal zusammen was essen. Ja. Der macht ganz schön Aua, Freunde. Der macht sowas von Aua. Ich sollte mich mal wehren, ne? So, hab ich gemacht. Also auf den Schock muss ich erstmal ein Stück Schokette nehmen. So. Herrlich. Ja. Ja, war doch ganz einfach. War doch total einfach. Aber hier müssen sie jetzt eigentlich was geben für mich, oder? Das ist doch bestimmt so ein Fass, was in der Luft fliegt, oder? ich wollte das nicht. Gibt die Gegenstände aus dem Rucksack, werden fallen gelassen. Wenn du stirbst, kehre her zurück, um sie zu holen. Steh mal auf, mein Freund. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach du Scheiße. Ich wollte das nicht, ehrlich, ohne Scheiße. Ich wollte das eine Fass da kaputt machen. Ne? Wie sind wir jetzt da hingekommen? Oh, Mama Mia, Leone. Da waren wir wieder so typisch, ne? Geil. Ja, aber auf jeden Fall, ne? Weiß ich jetzt,
Ja, hör auf zu lachen, verdammt. Ja, meine Herren. Hör auf zu lachen. Was ist das denn da? Ich jetzt erst. War das Wien auch schon da? Ich dachte, ich könnte das irgendwie nehmen oder so. Ey, weißt du was, wir versuchen das nochmal, wenn wir einmal hier sind. Okay. Okay, war ein Versuch wert. So, wie sind wir da hingekommen? Wir sind hier lang, ne? Dann da unten, ne? Ja. Dann sind wir hier durchmarschiert. Ja, bleib auf dem Pfad. Auf dem Pfad der Tugend. Schwert will ich haben hier. Oh Mann, ey. Sowas passiert doch nur mir, oder? Sag doch mal ehrlich, ja? Unglaublich ehrlich. Hier, ne? Nee. So, wo war das jetzt? Hier? War das hier? Was hier? Was war das für ein Geräusch? Nee, ich bin da hochgegangen, ne? Da. Guck mal, die kannst du auch kaputt machen. Ah, warte mal. Erstmal holen wir unsere Sachen. Ja, aber guck mal, das Fass ist jetzt weg, ne? Ich komme gar nicht drüber weg. So, waren wir da schon? Nee, oder? Waren wir schon? Neue Geschichtsseite. Herr Bauer und die Flamme. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutze, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war sie weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Ikni. Hoffentlich bahnt sie sich unserem Weg zum Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich mir nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass die Seelenkessel hält. Also? Ob mein Leben davon abhängt und das tut es wohl auch. Ja. Mein Leben davon abhängt. Alles klar. Warum auch immer ich hier hochgehe, aber ich hatte den richtigen Riecher. Ach bitte. Noch eins. Schoketten. Bei den Erbauern habe ich es geschafft. Ich will einmal Schoketten nehmen. Das subjektive Verweis nicht übrigens Flüssigkeit, die Seele der Flammen in einen stabilen Körper.
Ignis ist der Beweis, wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Warte. Volle Allie. Volle Allie. Geil. Ich hoffe immer, dass ich irgendwas finde, was hier richtig cool ist. So, können wir hier runterspringen? Jupp. Ist da oben eigentlich auch was? Kommt man da hoch? Nö. Das ist eine Hütte. Ja, ich weiß, ich wollte zu dem Typ, aber guck mal, das ist eine Hütte. Wir gehen erst den Typ zu. 54 Meter, sag ich dir nur. Nur noch 54, 39, 38. Da gehen wir auch noch hin. Rucksack ist voll. Was? Warum? Na klar, ich sammle ja jeden Scheiß auf, ne? Kein Wunder. Auch schon wackeln, ne? So. Marke hinzugefügt. 11 Meter. Der muss ja 11 Meter. Hinter den Schlafenden überleben. Ja, die. Okay. Können wir wetten, das irgendwo da oben. Das sieht irgendwie so aus, als ob man das. Ich habe eine Idee. Warte mal. Ich habe jetzt eine Idee. Erstmal was futtern. So. Ich habe jetzt. Was ist das denn hier? Funken. Eine kleine Menge Essenz in Flammen. Wenn man sie in den Flammenteil wieder zuführt, wird sie vielleicht stärker noch heller brennen. Okay. Ich suche diese da. So. Jetzt aber, oder? Ich glaube, das war wohl nichts. So. Dachte ihr, wer war's? War das so komisch aus? Da habe ich gedacht, hier wäre was. Na, ist egal. Gut. Wir müssen jetzt diesen Typ finden. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Sieht doch so komisch aus, oder? Ich könnte wetten, dass es ein Eingang ist. Das so komisch aussieht. So, wir müssen da oben hin, ne? Was war das? Hier.
jetzt müssen wir da bestimmt rein. Immer mal gucken, ob irgendwo was liegt. Immer wichtig hier. Hallo. Was? Wer bist du denn? Ach so. Junge, Junge, Junge. Der ist... Dass der immer stehen bleiben muss, wenn er ist. Nimm mal den Waschlappen aus dem Hund, verdammt. Stehe ich dich doch. Okay. Das war jetzt kein Gegner, oder? Wir regenerieren uns erstmal. So. Lesen. Ha, wir haben ja schon lange nicht mehr gelesen. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Die Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Das Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter bilden. Erheben, nicht bilden. Verdammt. Ah, hier. Hallo? Wo ist er jetzt? Hallo? 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 Die ganze Zeit auf hier. Kann ich jetzt was Tolles machen? Kann ich jetzt mal eine scheiß Bank hier irgendwo hinsetzen? Verdammte Scheiße mit der Scheiße nochmal. Dietrich. Dietrich. Ein Dietrich. Ein Dietrich bringt uns das Licht. Ein Dietrich. Geh öffnen. Immer auf die Scheiße. Also. Mein Rucksack ist voll! Mein Rucksack ist voll! Mein Rucksack! Löschen. Löschen. So. Mal wieder zumachen. Geil. So. Wo ist das tolle Teil? Wo ist es denn jetzt hier? Ah, da. Aha. Okay. Mhm. Hab ich gemacht?
ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Ich habe keinen Stab. Ich habe den gerade kaputt gemacht. Verdammt. Ja, der. Und wo ist er jetzt? 2. Wo ist er denn? Das hier? Wenn du dich ausruhen musst, kannst du deine Karte mit M öffnen. Um Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückzukehren, rufe die Karte, wähle dein Zuhause aus. Ich muss doch diesen Vogel hier mitnehmen. Du hast einen Überlebenden gefunden. Bringe ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Ja, aber wie? Oberflächenwinkel stimmt nicht. Alter! Wo ist denn mein Zuhause? Hier oder was? Dann komme ich dann wieder hier zurück oder so? Kann ich wieder importen? Hier ist mein Zuhause. Feind der Flamme. Schnellreise. Ja, aber wo ist denn jetzt der Knaller? Ich in Inventar oder was? Nee, hab ich nicht. Wo ist denn der Vogel jetzt hier? Gebiet benötigt. Oberflächenwinkel stimmt nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Jetzt ohne Scheiß. Wer das jetzt nochmal? J-I oder was? Tagebuch. J. So komme ich jetzt immer in diesem scheiß Menü. Achso. Hinter den schlafenden Überlebenden. Den habe ich gefunden. Du hast den Überlebenden gefunden. Bringe ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Ja, hilft ja nichts. Keine Ahnung. Lach nicht. So. Und jetzt? Was?
Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Ja, okay. Tilgen, die Flamme, um deine Flammenmortal zu entfernen. Achtung. Erweitere deinen Baubereich. Ja, aber... Beschwörungsstab bereit machen. Jetzt verstehe ich. Okay. Ja, und den kann ich an jeder Zeit verschieben, oder was? Kann ich ihn auch drehen oder so? Hier, das ist ein guter Platz für dich. Beschwörungsstab einstellen, einrasten, verwenden. Jo, hau rein! Immer, wie lange hast du da gepennt oder was, du Vogel? To flame and glory. Was? Meat! Hier sind Gegenstände aus deinem Rucksack und deine Aktionsleiste. Die aufgewertet werden können. Verbesserung deiner Gegenstände schaltet neue Perks frei. Jeder Perk kostet Runen. Sammel Runen, indem du Waffen und andere Ausrüstung zerlegst. Na dann. Ja. Herstellen eine. Now get back out there. Ja, Bäcker. Junge. Ich bin endlich wieder da. Der bescheidene Schmied zu seinen Diensten. Da wollen wir dich mal ordentlich ausstatten. Ja. What have you got for me? Wie willst du das machen, ne? Hier, du. Ah, kein Slot. Ja, ja, auf zu meckern, verdammt. Ich muss erstmal Platz machen hier. Wie? Jetzt kann ich bestimmt. Warte mal, jetzt kann ich doch bestimmt. Sag ich doch. Werkbank. Immer. Komm, die Stimme. Wie kann ich die dann drehen? Soll ich die mal hier hinstellen oder was? Du bist schwach, Kind. Ein wahres Flammenblut verbüffelt. Hä? Keep it brief. So, jetzt mach mal hier so eine Mütze hier für mich. So, danke. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach. Ja. Kann immer noch gerettet werden. Oder Rauch gibt es auch eine. Ich habe gerade eine Schokette gegessen. ja, nett. Gut gemacht. Achso. Ruh dich aus und iss etwas. Bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über dem Kopf, etwas Fleisch im Magen bereitet dich auf alles vor. Ja. Ich brauche mal irgendwie so eine Kiste oder sowas.
Quakerleid. Ja, mecker nicht rum hier. Werkbank. Leiter. Da ist so ein Haken, guck mal. So, aber wie mache ich jetzt? Ah, ich kann erstmal. N war das für Charakter. Ah doch, kann ich doch, okay. Alter, sieht der scheiße aus. Weiß egal. Also damit gewinnen wir aber kein schöneres Preis, mein Freund. Strike while the iron's hot. Ja, ja. So, ziehen wir das Ding hier an. Ich brauche eine Truhe. Ohne Scheiß. Wie kann ich eine Truhe bauen? Kumpel. Wie kann man eine Truhe bauen? Verdammte Scheiße, mit der Scheiße nochmal. Bitte sortieren, schließen, Tutorial anzeigen, löschen. Aktion. Tagebuch, Charakter, Fähigkeiten. Ich meine, ich habe irgendwo so eine scheiß Truhe gesehen. Wir machen nochmal so ein Lagerfeuer hier. Da ist der Vogel. Lagerfeuer machen wir mal. Hier hin. Ja. Mal ein Päuschen machen. Ja, gut. Jetzt zum Bau eines Strohdaches verwendet, um eine einfache, zuverlässige Lösung, damit dein Kopf nicht nass wird. Einfacher Baumaterial, nicht sehr schwer, aber erfüllt den Zweck. Wofür? Ja, kann ich damit machen? Ja, wie kann ich das jetzt beenden? Ich will das jetzt beenden hier. Bausche zurück. Rückgängig machen. Ach so. Okay. Okay, okay, okay. So, warte mal. Löschen wir den Klumpatsch jetzt hier. Gib das mal nach da oben. Wieso muss ich das alles löschen? Wieso kann ich das? Na komm, dann mach weg. So, dann machen wir nochmal Charakter. So. Ausrüstung. Hier. Okay.
Stachelkeule. Lass mal mit. Ja, bleib ruhig. Ich muss immer hier. Nee, ist nicht voll. Was kann ich damit machen? Ja, ja, mal her, wir wissen, was das ist. So. Packen wir das mal dahin. Was ist das? Ja, und jetzt? Die Kacke am Dampfen hier, warte mal. Ich habe keinen Platz. Aktuelle. Wir sollen jetzt so eine Hose machen, verdammt. Bierrüstung. Ich hab keinen Garn. Ich hab keinen Garn. Warte mal. Handwerk. Fackeln, Dietrich. Dage Garn. Ach doch. Braun Garn. Da sind welche. Cool. Das brauche ich doch alles gar nicht. Braucht doch hier Fasern. Hallo. Was wollte ich jetzt bauen? Die Schuhe, So, Garn, ich muss Garn, ja. Ja. Garn. Handwerk. Garn. So, da muss ich ja zu ihm. Da wird es umständlich, oder? Jetzt haben wir alles, ne? Now get out.
mal das. Ruhe. Ja. Okay. Von Bondaro gekleidet, von allen beneidet. Sehr schön. Die Mütze sieht scheiße aus, aber okay. So, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen können müssen. Säuber den Elixirbrunnen. Ja, nee, ist klar. Der ist da. Da muss ich dann hin, oder was? Wieder eine Waffe. Stelle ein Stachelkeule oder ein Dämonenschwert her. Glaube ich total voll mit dem Inventar, ne? Rucksack? Ja, genau. Ja gut, Hunger hat er nicht gehabt, aber... Egal. Jetzt muss ich das alles zerstören, oder was? Wo sind denn die anderen Klamotten? Einfach ein Baumaterial. Nicht sehr schön, aber es erfüllt seinen Zweck. Wie so komische Teller hier, ich weiß nicht, was ich mir machen kann. So, warte mal, dann machen wir erstmal hier. Inventar sortieren. So. 3 Slots haben wir jetzt frei. Baulöschen. Jetzt mit dem mal da. Können wir den auch da reinpacken. Den auch. Den packen wir auch da rein. Den packen wir da. So. Bauhammer. Ich hab doch vorhin so eine komische Keule gesehen. Kleine Truhe. Nägel habe ich nicht. Gleiter. Garn. Manuelles. Garn, 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 Garn. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Holzfäller-Axt. Ja, weißt du was? Komm, das machen wir im nächsten Video. Jetzt geht die Sonne wieder auf. Da würde ich mal vorschlagen. Wer hat an Uhr gedreht, ist wirklich schon so spät. Was ich noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette. Okay, letzte Klasse entschieden, denn ich werde nun gehen. Aber heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und tut nichts, was ich nie auch tun würde. In diesem Sinne, hallo, tschüss.